allein schon für die Staffel, auch für eine Reserve, einen Reserveplatz. Möglicherweise gibt es ja Erkrankungen, Poppy Luca nicht ganz so gut zu erreichen wie WM-Strecken damals in Hochfilzen, als man die Leute auch aus Ruperlingen dann holen konnte. Da war man schon mal zu viert nur. Also es geht zwischen Rees, Kühn und Horn um ein ganz wichtiges WM-Ticket. Und da haben wir den Mann, ja, der mit schlechten Erinnerungen aus dem Thüringischen rübergekommen ist. Ich habe mit ihm telefoniert. Er war mit Erik Lesser auf der Anfahrt am Dienstag nach Antholz und klang da schon deutlich optimistischer. Hat also dieses Schießdrama im Liegenschießen in der Staffel ganz gut verkraftet. Und das, was man so hört, das interpretiere ich mal so, dass man ihm das Vertrauen schenkt, auch möglicherweise in der Staffel wieder am Samstag. Philipp Horn ist möglicherweise der Schlussläufer, der dafür vorgesehen ist. Auch weil er das nicht so gerne macht, Schlusslaufen. Schauen wir hin, erstes Schießen bei den Männern in Antholz. Mann, das ist schon eine Riesenhypothek gleich zu Beginn. Zwei Fehler und alle unter Ihnen und die allermeisten werden wissen, es gibt keine Strafrunde. Er muss jetzt nicht hier nach rechts abbiegen, sondern es gibt eine Strafminute pro Schießfehler obendrauf. Und normalerweise wird da jetzt eine 9,29 stehen und jetzt steht da schon eine 11,29. Herbert, wie verkraftet man das psychologisch, wenn man schon weiß, oh, jetzt bist du ja bei den nächsten drei Schießeinheiten verdammt unter Druck? Ja, jetzt habe ich noch 15 Mal die Möglichkeit zu treffen. Das bietet Chancen. Man darf sich jetzt da nicht runterziehen lassen. Es hat schon Spitzenergebnisse mit ähnlichen Schießergebnissen am Anfang gegeben. Also da ist jetzt noch nichts verloren. Allerdings muss er jetzt dreimal fehlerfrei bleiben. Das ist klar, wenn er unter die ersten 10 kommen will. Benedikt Doll, der zuletzt gesagt hat, Biathlon macht mir wieder Spaß. Hat natürlich auch das leidige Thema des Skimaterials damit gemeint. Die Deutschen waren speziell in der zweiten Oberhofwoche wieder konkurrenzfähig mit den Norwegern, mit den Schweden, die die gesamte Saison über schon Topmaterial haben. Da oben diese plus 28,4. Das ist jetzt die Referenz zur Angangszeit von Benedikt Doll, Thomas Bormolini, der Mann aus Livigno im Liegendanschlag. Exzellenter Schütze. Vor allem liegend. Mitglied der Staffel in Oberhof, die etwas überraschend auf den dritten Platz dort gekommen ist. Eduard Latipov, einer aus der etwas stärker werdenden russischen Mannschaft. Traditionell so, dass der Winter für die Russen oftmals erst im Januar beginnt. Anderer starker Mann, Alexander Loginov und Matvei Eliseev. Der soll sich laut der russischen Trainer ausruhen. Ist nicht dabei, der Mann, der die World Team Challenge in Ruppolding, Herbert, in deiner Heimat gewonnen hat. Während wir hier einen der Top-Favoriten des Tages natürlich sehen, Taje Bö. Zuletzt mit einem imposanten Sieg im Massenstart von Oberhof. Fünf Jahre ältere Bruder des Gesamtweltcup-führenden Johannes Tinjes. Ja, und Benedikt Doll, das ist schon eine Referenz. Auch wenn Nelin aus der Krankheit kommt, hat Doll zunächst mal die Bestzeiten gesetzt. Jeremy Finello, Schweizer Biathlet. Apropos Schweiz, da hat Alexander Wolf, der frühere deutsche Biathlet, der auch zuletzt 6 Jahre im DSV gearbeitet hat, offenbar schon gute Arbeit geleistet. Benjamin Weger auch mit einem klasse Rennen in Oberhof, einer seiner Kollegen, Finellos Kollegen, dort am vergangenen Sonntag. Ein dritter Platz von Benny Weger. Und da haben wir den, über den auch in den sozialen Medien viel gesprochen wurde, gab die Antwort des nie auf den Mund gefallenen Erik Lesser dazu, der sich klar positioniert hat, pro Horn und all die Menschen,
die sich sehr abschätzig in den sozialen Medien über Philipp Horn geäußert haben, in die Schranken gewiesen hat. Ondrej Moravec, starker Schütze, der Tscheche. Ist das, was man von ihm erwartet. Und diese plus 4,2 zeigt, dass er auf einem guten Weg ist. Natürlich ist das nur eine von 5 Runden. Es wird noch anstrengend, auch für Sebastian Samuelsson. 5x4 Kilometer, dazwischen eben die Schießeinheiten. Und in der Summe gibt es dann am Ende ein Tableau, ein schießlastiger Wettbewerb durch die von uns angesprochene Strafminute. Arndt Peiffer, kein unbedingter Spezialist in Antholz, wobei er uns erzählt hat, dass er mit der Höhe hier über all die Jahre immer recht gut klargekommen ist. Die Höhe an sich, Herbert, ist nicht so das Problem, sondern möglicherweise die Atmung, die dünnere Luft dann doch beim Schießen. Das ist ein anderer Atemrhythmus gefragt. Definitiv. Es ist schwieriger, genug Sauerstoff in die Lunge zu bekommen und damit in die Blutbahn. Sven Fischer spricht immer gern vom Sauerstoffpartialdruck. Und es ist einfach, du musst mehr atmen. Beim ersten, beim zweiten Schuss musst du vielleicht 2-3 Mal mehr atmen. Scott Gau, ein bekannt schneller Schütze, macht das hier extrem gut. Schießzeit 24,4 Sekunden ist hervorragend für diese Höhe im liegenden Anschlag. Das ist schon bewundernswert. Das ist die Schwierigkeit, die Atmung in den Griff zu bekommen, dass du richtig gut treffen kannst. Martin Ponceluoma, der stärkste Läufer unter den Schweden. Ungefähr in der Zeit von Benedikt Doll. Und da haben wir den großen Meister, Johannes Tinjesbø im gelben Trikot des Gesamtweltcup-Führenden und dort skandinavischer Kollege Jesper Nielsen. Kann das sehr gut hören mit der Atmung. Hat hier den ersten Schuss nicht richtig eingeführt ins Patronenlager. Lapsus. Und da haben wir Julian Eberhardt. Hatte mit extremen Rückenproblemen zu kämpfen. Bandscheibenprobleme. Jetzt ist er wieder da. Der 34-Jährige aus Saalfeld. Immer wieder diese Probleme im liegenden Anschlag. Er hat die Wochen von Oberhof, dem Birksteig, nicht in den Gliedern. Kann aber Vor- und Nachteil zugleich sein. Die andere Frage, die sich natürlich stellt, die allermeisten, Fabian Claude unter anderem auch, haben 8 Rennen in 12 Tagen in Oberhof bestritten. Roman Rees war in der 2. Woche in Oberhof dann wieder dabei, vorher rausgenommen worden. Und jetzt wollen wir mal hinschauen, was er macht. Liegenschießen von Roman Rees. Sehr gut hat er das gemacht. Roman Rees, erstes Schießen, fehlerfrei, das gibt erstmal Selbstbewusstsein und er wird natürlich die Bestzeit hier übernehmen. Er kam mit 17,5 Sekunden Vorsprung auf Scott Gau, der natürlich so extrem schnell geschossen hat, ein paar Sekunden gut machen konnte, aber Rees eben jetzt in Führung. Muss immer übers Schießen kommen und natürlich der Einzel mit seinen 4 Schießeinlagen eine Lieblingsdisziplin von Roman Rees, also es ist ihm durchaus was zuzutrauen. 2018 in Ruhpolding. Bestes Weltcup-Ergebnis. Mal ein 4. Platz von Roman Rees. Ja, und wenn er sowas in der Art heute bringen könnte, dann wäre es das mit der WM-Norm. Und dann würden wir da nicht mehr drüber diskutieren. Er hat die natürlich längst hinter sich gebracht. Nur Formsache, das
der Mann, der erfahrenste im deutschen Team bei der WM am Start ist, Arndt Palfer, kommt mit einer super Form aus Oberhof, speziell läuferisch. Und Ponzi Lohma bei seiner Wackeldisziplin, dem Liegenschießen. Schadensbegrenzung mit einer Strafminute. Und Herbert, schauen wir hin bei Roman Rees. Arbeitet hier Schuss für Schuss sauber ab. In einem Rhythmus, der war jetzt leicht rechts tief, in einem Rhythmus, der für einen Einzelwettkampf angemessen ist. Und Benedikt Doll hat sich die nächste Strafminute leider eingehandelt. Der vierte Schuss im Stehendanschlag. Das war schon zuletzt so in Oberhof. Auch da hat Benedikt Doll am Schießstand nicht so gearbeitet, wie er es kann. Und wie er hier, Simon Eder, der Linksschütze, ist ganz auf Vormacht. Der 37-jährige Österreicher, nicht überraschend schon mit diesem Schießergebnis. Null Fehler, läuferisch wird er nicht mit dem Besten mithalten können, muss aber auch nicht unbedingt. Für den Österreicher gilt, die Null muss stehen. Angangszeit Samuelsson. Also du siehst schon, dass Benedikt Doll sehr schnell angegangen ist. Ja. Vielleicht, da kann man jetzt nur spekulieren, zu schnell. Denn die zwei Fehler am Anfang sind vielleicht ein Resultat des hohen Tempos, das er da angeschlagen hat. Roman Rees auf der Strecke. Ja, und dann schauen wir hin. Simon Destieu, der starke Franzose. Simon Eder und Roman Rees eben sehr gut platziert. So kann ein Einzelrennen dann zunächst mal beginnen. Der Blick, das ist die Strafrunde, kommt am Wochenende zum Tragen. Ja. In der Staffel und in den Massenstarts bei Frauen und Männern. Und jetzt kommt der Nebel doch zurück. Noch kein Problem, Herbert, für die Schützen, für Eduard Latipov. Je schlechter die Sicht, desto schwieriger wird es natürlich zu treffen, bis es irgendwann nicht mehr geht. Und Tarje Bö oben, das ist ein Kandidat, den haben wir natürlich auf der Rechnung. Tarje Bö, ganz starker Liegenschütze. Da handelt er sich selten was ein und tut es jetzt doch. Der vierte Schuss. Kirill Strelzow beim zweiten Schießen. Kein Fehler liegend. Und da hat er sich auch einen eingepackt. Direkt der nächste. Ja, das wird jetzt ein Schießwettbewerb. Ich hoffe, dass wir zwischendurch immer mal wieder die Strecke sehen. Aber natürlich wird dieses Rennen auf den 30 Schießbahnen entschieden. Andreis Rastorgujevs mit den bekannten Problemen. Guter Läufer, der aber am Schießstand sich oft was einsammelt. Und da haben wir oben gesehen, im blau-roten Trikot, der Start von Sturla Holm Lagreit. Aber jetzt erstmal zu Philipp Horn zum linken Schießen. Justierte 2-3 Rasten, glaube ich, bei rechts. Leichter Wind von links, macht das gut. Das ist das Pech des Reporters und des Experten, Herbert. Ne? Wenn man sagt, alles gut, dann kommt oftmals der Fehler, leider auch bei ihm. Musste einmal nachladen, hatte sich wohl eine Patrone aus dem Lager repetiert, Alexander Loginov. Und trotz des einen Fehlers natürlich ein vernünftiger Beginn, wenn wir an dieses Liegenschießen in der Staffel denken von Philipp Horn. Da hat er 8 Schüsse gehabt, 5 plus die 3 Nachlader und letztlich hat er nur 2-mal getroffen. Das war natürlich ein Debakel und das muss raus aus dem Kopf. Und deswegen ist es sehr gut, dass im Weltcup-Zirkus die nächsten Rennen so oft anstehen. Da sehen wir das angesprochene Phänomen von dir. Verliert eine Patrone Zeit, raus, repetiert. Ja, aber immerhin bleibt er dann bei sich.
und trifft. Erik Lesser. Guter Freund des gerade angesprochenen Philipp Horn. Und der Mann, der in Kontiolahti direkt im allerersten Rennen im 20er die Norm mit einem dritten Platz perfekt gemacht hat. Ungewöhnlich der Schießfehler für Morawitz. Und jetzt Johannes Tiniesbö. Die meisten haben zwei Atmer zwischen den Schüssen. Normalerweise kommen sie mit einem klar. Kleines Antholz-Phänomen, dass man zweimal atmet. Schau mal. Ja, der erste war es. Man hat nicht sehen können, wo er hingegangen ist. Ärgerlich. Aber auch er ist nicht unverwundbar, Johannes Tiniesbö. Und der Nebel wird etwas mehr, aber das macht im Augenblick noch nichts aus. Laufzeit ist natürlich sehr gut. Die alle vor ihm haben null Fehler geschossen. Er hat eine Minute dazu bekommen. Du siehst, 27 Sekunden war sein Vorsprung vor dem Schießen auf Loginov. Das ist schon extrem stark. Also es wird schon so sein, dass ein Johannes Tiniesbö, der die Laufbestzeiten reihenweise setzt in dieser Saison, sicherlich eine Strafminute, zwei rauslaufen kann auf die anderen allerbesten. Aber viel mehr darf er sich dann auch nicht erlauben. Johannes Tiniesbö, der genauso aus Oberhof kam, wie er jetzt begonnen hat. Auch dieser Massenstart, viermal ein Fehler und so hat der Weltcupführende auch hier begonnen. Dimitri Petruschny, Verfolgungsweltmeister von Östersund. Schweden zuletzt etwas schwächer nach dem hervorragenden Saisonbeginn, als sie in Kontiolahti auch noch in Hochfilzen gemeinsam mit den Norwegern das Maß der Dinge waren, haben sie in Oberhof etwas nachgelassen. Die Mannschaft vom jungen Trainer von Johannes Lukas. Fabien Claude aus der immer noch sehr starken französischen Mannschaft, die ein wenig an Laufdominanz eingebüßt hat. Fabien Claude. Die letzten beiden. Und jetzt geht auch der sechste deutsche Starter ins Rennen. Johannes Kühn hat was gut zu machen. Hat uns erzählt, ich will endlich mal wieder vernünftig Biathlon machen. Das heißt, die früher so viel zitierte Komplexleistung hier bringen. Roman Rees, zweites Schießen. Sich lange Zeit gelassen zwischen dem ersten und dem zweiten Schuss, aber gut gemacht von ihm. Absolut, er hatte hier Atemprobleme, die wir ja schon festgestellt haben, bei den meisten oder bei vielen. Und hat er souverän gemacht und das ist einfach wichtig. Treffer vor Zeit. Du kannst nicht so viel Zeit reinlaufen auf der Strecke, wie du mit einem einzigen Schuss verlierst. Das ist der vorhin führende Simon Détieu, zwei Fehler stehend und rüber zu Arndt Peiffer. Nicht schnell, aber grundsolide. Genau so startet man in den 20 Kilometer Einzelwettbewerb. Stark gemacht vom Senior der deutschen Mannschaft. Ja, kann hier mit den Schnellsten fast mithalten. Nicht weit hinten und da sehen wir sein Trefferbild. Das war natürlich ein Blattschuss sozusagen, eine volle 10. Zweiter Schuss, super. Dritter Schuss, sehr gut.
Auch der vierte, schön. Perfektes Trefferbild, da kannst du das hinlegen, dann ist es fast ein Ruhetrefferbild, also sehr gut. Ruhetrefferbild, Ruhepuls haben sie jetzt nicht. Benedikt Doll. Dritte Einheit vom Schwarzwälder. Ah, genau so. 2-1-0. Der Trent is my friend. Hat, glaube ich, mal ein früherer Bayern-Präsident, Bayern-Manager gesagt. Nehmen wir gerne im Sinne von Benedikt Doll. Marin Hammerschmidt hat gestern ähnlich begonnen, auch zum Schluss noch mal eine Null geschossen. Wäre schön. Simon Eder. Und der Nebel nimmt immer mehr zu, unmerklich, langsam, schleichend kommt er hier ins Stadion rein. Vorhin beim Anschießen, eine Stunde vor dem Wettbewerb, haben wir gesehen, dass die Trainer mit ihrem dass Trainer dann schon auf die Matte neben die Schützen gegangen sind, um überhaupt das Trefferbild dann erkennen zu können. Er holt sich, glaube ich, das Nebel. Naja, er versucht, ein passendes Ringkorn zu finden. Das ist Julian Eberhardt gewesen, Lukas Hofer im Anschlag des ersten Liegenschießen. Und ja, das Nebelkorn, da gibt es verschiedene Varianten. Ein festes, das etwas größer ist. Oder es gibt aber auch Ringkörner, die vorne im Korntunnel sind, die stufenlos verstellbar sind. Da kann man auf- und zudrehen und das wäre sicher angebracht. Die Gefahr bei den Körnern besteht, weil sie aus Glas sind komplett, dass sie vielleicht anlaufen, wenn Nebel ist. Aber das Loch in der Mitte kann man stufenlos verstellen. Erik Lesser hier. Ja, haben wir gerade gesehen. Und die Angangszeit natürlich dann schon im Vergleich zu Johannes Tinius Bö. Plus 28,7 Sekunden. Dessen Bruder Taibö. Durch den Fehler liegend, jetzt schon unter Druck in seiner schwächeren Disziplin. Aber auch das passiert. Liegend der Fehler, stehend 0. Ja, und da sehen wir die beiden Trikots. Neben dem Namen Stürler, Holm, Lagreit, der Shootingstar dieses Winters. Und der kann liegend quasi nicht daneben schießen. Da lege ich mich jetzt mal fest. Und der tut mir auch den Gefallen. Stürler, Holm, Lagreit hat den ersten 20er in Kontiolahti gewonnen. 4 Saisonsiege. Und das sein bester Kumpel Johannes Dorle. Aber hier überschlagen sich quasi die Ereignisse. Schauen wir auf Erik Lesser. 3 bei rechts hat er justiert. Super Rhythmus, super sicher. 26,1 Sekunden, eine schnelle Zeit. Gau, vorhin haben wir gesehen, 24 war bis jetzt das Schnellste, was wir so im Bild gesehen haben. Gute Leistung von Erik, schau hin. Ja. Und das, was du jetzt erkennst, Herbert, rede weiter, während du dir die Treffer anschaust, das wird er natürlich gleich von seinen Trainern auf der Strecke hören. Wie war das Trefferbild, wenn er den Schießstand verlassen hat, in einem Anstieg, wenn sie ihm das zurufen, das war alles sehr okay. Ohne Tendenz wird es heißen, es war perfekt. Es war etwas groß, das Trefferbild kann man nicht eindeutig identifizieren. Also ich würde das Gewehr so eingestellt lassen. Kurz zuvor erstmal die Nullschießeinheit von Vega, jetzt Alexander Loginov. Und oben der starke Franzose Emilien Jacquelin. Alle bleiben null. Ja, beide kommen ja hier mit dieser Anlage hervorragend zurecht. Der eine Weltmeister im Sprint, Loginov. Der andere Weltmeister im Massenstart, glaube ich, war es. Verfolgung. Genau, und da sehen wir nochmal den Philipp Horn. Ja, genau, nachgeliefert, nicht ganz. Der war natürlich schon unterwegs. Das sind unsere eigenen Kameras. Die ersten 3 waren okay und dann lässt er wieder 2 stehen. Mann, oh Mann, oh Mann. Und ja, man kann es in diese Bilder interpretieren, dass er natürlich hochgradig unzufrieden ist. Philipp Horn.
Ralf Nordgren, der Amerikaner, aber wichtiger, oben rechts, Johannes Tinjes Bø. Und das macht er im Stile eines Champion. Gab ja mal die Ansage von seinem Trainer, des Franzosen Siegfried Mazé, als er vor ein paar Jahren zu den Norwegern gekommen ist und er noch so ein Harakiri-Schütze war. Und da hat er zu ihm gesagt, wenn du ein Champion werden möchtest, dann musst du dich auch als solcher verhalten. Und hat ihm dieses Harakiri-Schießen dann eben abgewöhnt. Harakiri-Schießen, nicht sein Ding. Quentin Fillon-Maillet. Guter Start für ihn. Das ist oben eingeblendet, nicht Jakob Fack. Das ist ein anderer Sportler. Müsste ein Belgier sein. Ja, Belgier. Florent Claude, ja, genau. Florent Claude. Man prüft uns, Herbert. Aber die Flagge, die erkennen wir. Da oben, jetzt ist er drin, Jakob Fack, der Slowene. Sehr gut in Form dieses Jahr, schon viele gute Ergebnisse gebracht. Neunter im Gesamtweltcup. Und natürlich ist sein großes Ziel die Heim-WM in Pokljuka, die am 10. Februar beginnt. Johannes Kühn. Schnelle Angangszeit oder relativ gute Angangszeit. Gehörte er über Jahre zu den besten Läufern der Szene. In diesem Jahr mit einer Verletzung im Vorfeld zu kämpfen. Und dann eben auch, weil er nicht viel rauslaufen kann, mit diesen Problemen am Schießstand, die er bislang nicht hat. Ja, das Liegenschießen ist sein Problem nicht, definitiv. Er hat ein Problem auch in der Statistik im stehenden Anschlag. Ja, nicht nur in der Statistik, auch das weiß er natürlich und arbeitet dran. Und es heißt immer wieder, im Training funktioniert es, aber noch nicht im Wettkampf. Aber die Nagelprobe erfolgt noch. Gleich das Stehenschießen für den 29-Jährigen, der in Ruhpolding lebt. Der früh gestartete Schwede Jesper Niedi. Schwächeren Beginn bringt er sich wieder in Position. Jesper Nilin gehört allerdings nicht zu den allerstärksten Läufern. Im Gegensatz zu ihm oben rechts, im Gegensatz zu Julian Eberhard Schützling vom deutschen Trainer Rico Groß. Und ein gutes Mini-Comeback für den Österreicher aus Saalfelden. Roman Rees, zweimal steht die Null, jetzt beginnt es wieder von vorne. Drittes Schießen, wieder liegender Anschlag. Verwendet die Iris-Blende, Herbert, das macht der eine so, der andere so. Ja, es gibt Athleten, die sind lieber abgeschottet, die wollen links und rechts nichts erkennen. Oben sehen wir Arndt Pfeiffer, der eben ohne Blende schießt. Arndt ist einer, der so klassisch daherkommt. Sehr guter Rhythmus bei Pfeiffer. Und ein Fehler bei Roman Rees. Pfeiffer hält sich schalt. Ja, schaut nochmal nach. Mit all seiner Erfahrung hat er in dieser Saison den nächsten Haken dran machen können. 11. Weltcupsieg beim Massenstart in Hochfilzen und die Zeit sehr stark. Sehr stark. Und Roman Rees hat trotz des Fehlers bis dahin, sind ja noch nicht viele durch mit der Startnummer 16, die Führung beibehalten, allerdings knapp. Ja, und bei Benedikt Doll zeigt sich jetzt doch ein Muster. Und das Muster heißt, zu viele Fehler am Schießstand. Martin Ponceluoma. Ja, und wenn er liegend mit Null durchkommt, wie jetzt mal in diesem Fall,
Dann bringt ihn das wieder vorne. Oben Felix Leitner mit 2 Fehlern. Der Mann, der im Glücksrausch war nach seinem 2. Platz im Massenstart von Oberhof am Sonntag. Und jetzt setzt er zunächst mal die Marke Martin Ponsiluoma. Kein Spezialist, ganz sicher nicht im Einzel. Aber da steht er oben. Und sehen Sie die Laufzeit. Keine große Überraschung, dass er zu diesem Zeitpunkt dann eben mit dem gleichen Strafminuten belastet. So viel vor Roman Reslet. Ja, und das ist aus der Totalen, sieht es nach kräftigem Nebel aus. Aber kein Problem für die Biathleten, die 50 Meter entfernten Scheiben gut zu erkennen. Unten Simon Eber, oben der Lokalmatador Lukas Hofer. Ja, wieder mit dem Fehler. Stammt aus Montal, hier 20, 25 Kilometer von Antals entfernt. Und Eder braucht die Null und hat sie bislang. Macht sehr gut, er ist natürlich erfahren, Simon Eder. Und er wird auch sicher aus dem Massenstartwettkampf letzte Woche in Oberhof sehr viel Kraft gezogen haben, wo er Fünfter wurde. Also auch fehlerfrei geschossen. Also das ist schon enorm. Und er ist einer, dem kann man auch zutrauen, das 4. Mal fehlerfrei zu schießen. Und ja, dann ist für ihn auch ein Platz unter die ersten 5 möglich. Und dann kannst du deine läuferische Schwäche in diesem Wettbewerb eben auch kompensieren. Schauen wir zu Styrela Holm-Lagreit. Zweites Schießen für den 2. im Gesamtweltcup. Oben rechts Kollege, Nationalmannschaftskollege Tayebi. Ah, ich wollte gerade sagen, wie ein Uhrwerk schießt er. Und dann handelt er sich doch den Fehler ein. Was macht Bö, was macht Dorle? Die so dominanten Norweger in dieser Saison, allesamt auf einem guten Weg. Viel Betrieb hat die Norweger alle da, aber wir schauen natürlich auf Erik Lesser. Der kommt mit einer guten Zwischenzeit zum Schießen. Dieses minus 10,4 Sekunden stimmt uns optimistisch. Und das ist wieder so eine Schnellschießeinlage. Ah, Mann! Vom Thüringer. Aber wenn du dich sicher fühlst, dann musst du auch in diesem Rhythmus schießen, oder? Herbert hat das überzogen? Nein, er hat es nicht überzogen, aber ärgerlich ist ein letzter Schuss von Haus aus, was genau die Ursache war. Also der Zielbildwechsel hier von Scheibe zu Scheibe ist extrem schnell. Und da geht es um Hundertstel Sekunden, wo du den Druckpunkt verstärken musst. Und das ist extrem schwierig, so etwas. Sieht immer leicht aus, aber jeder, der schon selbst mal vielleicht ja nur geschossen hat, weiß, wie schwierig das ist. Da reden wir noch nicht vom Biathlon-Schießen, von Unterbelastung-Schießen. Vom Schießen auf der Kirmes meinst du, ja, oder was? Das ist... So, 3 hat er schon sich eingesammelt, 3 Strafminuten und wieder Probleme mit dem Atemrhythmus bei Philipp Horn. Ich habe den Eindruck, er kommt gar nicht in diesen flüssigen Ablauf. Ja, gut, ist im Liegendanschlag natürlich bei ihm speziell schwierig. Er will es besonders gut machen, hat aber mit 3 Atmen das jetzt schnell hinbekommen. Dann schauen wir mal, wie Loganov das macht. Der macht einen tiefen Atmer, sieht man sehr schön. Ja, das taugt ihm daher oben, das taugt ihm einfach. Ein tiefer Atmer, dann hält er die Luft an, ja. Schuss, ja. Nächster tiefer Atmer, nächster Schuss. Es ist das Ziel, ein Drittel der Luft in der Lunge zu haben. Ob du das beim Einatmen oder Ausatmen drin hast, ein Drittel Luft, sagen wir, ist das grobe Maß, das man so leert. Und Philipp Horn hat eben flachere Atmungen gemacht. Ja? Und das ist auch gut. Und schauen wir mal, was er macht. Johannes Tenjesbø. Flache Atmung, 3-mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also er bleibt sich treu, ja, aber leider aus seiner Sicht auch, was den Fehler angeht.
Zweite Strafminute im Liegenschießen. Canton Fillon Maillé. Ah, hervorragend unterwegs, Fillon Maillé. Zweimaliger Silbermedaillengewinner bei der so strahlenden, glänzenden WM vor einem Jahr, als das hier alles noch mit Zuschauern stattfand. Danach kamen die Lockdowns. Und das war natürlich auch betreffend für den Biathlon-Zirkus ohne Zuschauer in der Folge nach der WM in Antold. So, und jetzt kommt der. Ah, ja. Da ist er, unten rechts. Ja. Ja, man schießt ja auch in die Bewegung hinein. Also man antizipiert, man ahnt voraus, wo werde ich sein. Und da war die Ahnung eben jetzt etwas falsch und die Reaktion vielleicht auch. Wie gesagt, es geht um Hundertstel Sekunden, die man den Druckpunkt am Abzug verstärken muss. Einer, der sich im Einzel wohlfühlt, Jakob Fack. Ah, zu schnell. Da hat er nicht nachgehalten, wie wir sagen. Und Johannes Kühn bei seiner ersten Stehendeinlage. Ja. Ja, wenn man schaut vorne auf den Lauf, wie er sich bewegt. Ja, noch das Beste draus gemacht. Ja, ne? Also wenn du so beginnst, unwahrscheinlich viel Bewegung. Auch das hat er erzählt. Eigentlich stehe ich sehr viel besser als früher, habe wenig Bewegung. Und jetzt zusammen Roman Rees und Arndt Peiffer. Peiffer natürlich der deutlich bessere Läufer dieser beiden. Aber sicher für den anderen auch, für Roman Rees dann Orientierung. Schauen wir hin. Ja, rechts. Over Shoulder quasi, die Subjektive, die auch Johannes Kühn einnimmt. Und dann immerhin vier Treffer nach dem schlechten Beginn. Gut, da ist noch was drin, auf alle Fälle, wenn es bei einem Fehler bliebe. Man sieht ja, es werden relativ viele Fehler geschossen. Und selbst wer dreimal fehlerfrei geblieben ist, hat noch nicht die Garantie, dass das auch beim vierten Mal so ist. Haben wir gestern gelernt, ja. Wir gelernt und viele Athletinnen gestern schmerzlich erfahren. Sicherlich auch eine Komponente der Höhe. Jesper Nelin, auch so ein Beispiel und völlig entnervt, setzt er ab. Drei Fehler, da geht's dahin. Da muss er aufpassen, was er mit seinem geladenen Gewehr macht. Wenn er jetzt das Gewehr auf Richtung Matte gezeigt hat, dann hat er den Sicherheitsbereich verlassen. Dann wird er disqualifiziert. Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften ist eine Disqualifikation. Konnte es jetzt aber nicht erkennen. Und Eberhard zum letzten Mal am Schießstand. Ja, und das von dir, Herbert, zur richtigen Zeit angesprochene Phänomen kommt auch hier zum Tragen. Erst Nelin, jetzt Eberhard mit zusätzlichen Strafminuten, mit großen Hypotheken. Einer der letzten aussichtsreichen, spät gestartet, Erlend Bjøntegaard. Der sechste aus der superdominanten norwegischen Mannschaft. Insgesamt gesehen die Norweger mit 45 Top-10-Platzierungen. Aber was rede ich? Schauen wir hin, was Roman Rees macht. Letztes Schießen für ihn. Und schon geht der Erste daneben. Ja, ja, in Ordnung. In Ordnung und sehr in Ordnung ist das, was Arndt Peiffer macht. Bisschen Probleme da mit der Sonnenbrille. Wobei Sonne ist heute nicht so das Thema, aber natürlich willst du nicht, dass die Augen tränen vom Fahrtwind. Jeder hat ja so sein Ding. Hier vorne sehen wir Athleten ohne Brille. Und Martin Ponsiluoma, ein Fehler. Und dabei bleibt 1-0-0-1 für den stärksten schwedischen Läufer. Durchaus ein sehr positives Ergebnis. Für ihn ist es das leider nicht. Fünf Fehler. Fünf Strafminuten für den Mann mit der Eins, für Benedikt Doll.
und Antonin Gigonin. Nee, wird nichts mit diesen zwei Fehlern. Wird er wahrscheinlich nicht in die Top Ten laufen können. Das ist immer so das Ziel. Es gibt ja 3, 4 Franzosen, die für Podestplätze in Frage kommen. Eher einer für die Anschlussplätze. Wirkt sich jetzt möglicherweise auf den letzten Runden da der Blick, ja, in das ausnahmsweise mal trübe Antolz. Und bevor ich dich was frage, schauen wir lieber auf ihn, auf Simon Eder. Letztes Schießen. Ja, und dann doch der Fehler, der ärgert ihn. Schüttelt den Kopf. Hat ein bisschen den Rhythmus verloren, wird auch Rico Groß gesehen haben. Kann natürlich noch deutlich schneller schießen, Simon Eder. Diesmal kam Treffer vor Zeit, aber auch das muss nicht immer gut gehen. Johannes Dahle, zweites Schießen für den Mann, der Sturlaholm Lagreit, wie aufs Stichwort oben rechts, nacheifert. Auch schon Saisonsieger Lagreit, 4 Siege. Dahle, der deutlich schwächere Schütze. Ja, und da halten wir fest, auch Lagreit kann liegend Fehler schießen. Und Tarjebö bei seinem letzten Schießen. Problemdisziplin allenthalben. Der stehende Anschlag. Auch wenn er sich toll in die Waffe verkriecht. Erster Schuss war's. Ja, der erste. Ja. Und der letzte. Ja, das vierte Schießen in Antolz. Schwierig, schwierig ist es. Pepe Femling bis hierhin sehr gut. Ja, macht er weiter gut. Und als hätten wir es nicht schon häufig genug erwähnt, Erik Lesser. Also, liegend, makellos. Stehend, sehr schnell geschossen. Leider beim letzten der Fehler. Jetzt das dritte Schießen. Ah, super. Hervorragende Schießeinlage. Wieder 24,5 Sekunden. Also das ist schon hervorragend, was der Erik da im Liegendanschlag gezeigt hat. Wenn er jetzt stehend nochmal den letzten Schuss trifft, dann ist er ganz weit vorne dabei. Ja, schaut auf die Uhr. Hab eben mal bei Johannes Kühn, da kam ich da nicht mehr dazu, auch auf die Uhr geschaut, die er nämlich um hat. Man kann dann den Puls erkennen. Johannes Kühn hat mit 150, 155 Puls begonnen. Und schauen wir hin, was Philipp Horn am Ende am Schießstand zu leisten imstande ist. Und es sei ihm zu gönnen, dass er sich da nochmal eine Null abholt. Jawohl. So ist es. 1, 2, 1, 0. Natürlich nicht gut für heute. Und im Augenblick der Nebel wieder dichter und Loginov im letzten Anschlag stehend, fehlerfrei bis dorthin. Also erstmal unten links der Verfolgungsweltmeister, oben der Sprintweltmeister. Und das hat natürlich schon Aussagekraft, weil die sich eben mit Antolz gut auskennen. Super. Und auch super die Höhe kompensieren können. Oh, da ist der Stock gebrochen, wenn ich es richtig sehe. Ja, hat sich da kräftig draufgestützt. Und dann ist er abgebrochen, wird aber jetzt kein großes Problem sein, weil er gleich relativ schnell einen Stock bekommt. Letztes Schießen vom Gesamtweltcup-Führenden von Johannes Tinisbo. Fürs Podest wird er die Null brauchen, bekommt sie nicht. Ja, und das ist das, was sich fortsetzt. Ich sprach vorhin von dem Muster bei Johannes Tinjesbö, auch in Oberhof zuletzt, mit Problemen am Schießstand. Quentin Fillon-Maillet. Ja, da ist auch einer, der ist heute heiß. Quentin Fillon-Maillet. Ah, und schießt den Fehler. Also Loginov mit diesen Nullfehlern natürlich in Führung.
eine Minute 30 vor Simon Eder. Ja, es bleibt bei dem einen Fehler für Fionn Maillet, auch ein Spezialist in Antholz, im Vorjahr Silber im Sprint und Silber im Massenstart. Dazu noch Gold mit der Staffel. Und das die letzte Runde von Roman Rees. Jetzt muss er rausholen, was noch im Tank ist. Setzt da zumindest vorläufig die Bestzeit. Vorläufig, weil er möglicherweise, und nicht nur möglicherweise, sondern ganz sicher, die neue Bestzeit setzen wird. Martin Ponciluoma, auch mit 2 Strafminuten belastet, aber klar der bessere Läufer. So, Johannes Kühn, jetzt wieder bei seiner Disziplin, die er mag. 44. nur im Gesamtweltcup. Oberhofwoche rausgenommen, hat trainiert und dann in der zweiten Wahl wieder dabei. Ja, nicht Fisch noch nicht Fleisch, 0-1-1. Und jetzt schießt er heute dann im stehenden Anschlag nochmal 0. Dann geht's auch, dann ist es auch ordentlich. Ist völlig aus dem Tritt geraten durch eine Verletzung im Knöchelbereich. Ist beim Joggen umgeknickt im Oktober und hat dann doch da länger dran rumlaboriert. Früher einer derjenigen, der oftmals zu den 6 besten Läufern des Feldes gehörte. In dieser Saison ist beim 29-jährigen Ruppoldinger leider alles etwas anders. Simon Eder. Und der wird die Zeit von Ponciluoma nicht ganz erreichen, aber liegt nur eine halbe Sekunde zurück. Wohlgemerkt mit einer Strafminute weniger belastet, ja, genau, als Ponciluoma. Ponciluoma war 8 Sekunden nach dem Schießen zurück und jetzt schon vorne. Da wird er natürlich Zeit gut machen. Und Roman Rees kämpft gegen Finello. Der war vorhin auch knapp vor ihm sogar. Jetzt holt er das auf. Roman liegt im Augenblick nach dem 4. Schießen auf Position 6. Kommen natürlich noch etliche Athleten. Es geht auch darum, es gibt ja kein weiteres Einzelrennen mit 90 oder fast 100 Startern, während wir Erlend Bjerntegaard sehen und dessen ersten Fehler des Tages. Den zweiten obendrauf. Es folgt die Staffel am Samstag, also morgen, und ein abschließender Massenstart. Und für den Massenstart gilt die 25 Besten des Gesamtweltcups plus die 5 Besten aus diesem Einzel, die nicht zu diesen 25 gehören. Und das ist natürlich ein Ziel für Roman Rees, möglicherweise da zuzugehören. So, dann kommt er ins Ziel, dann hat er es geschafft. 20 Kilometer, 4 Schießeinlagen und ja, er bleibt knapp vor dem Schweizer. Und da kommt Martin Ponciluoma, der diese Bestzeit von Rees jetzt pulverisieren wird. Ja, ein deutlich besseres Rennen als noch zu Beginn. Und jetzt schauen wir auf den Mann, der bislang die Null stehen hat, auf Arndt Peiffer. Letztes Schießen. Müsste rechts gewesen sein. Also rein vom Gefühl her. Wollte gerade sagen, mit dieser einen Strafminute ist er voll dabei. Sorry, Herbert. Ja, gut. Tiefer. Oh, ganz knapp tief. Also der hätte auch fallen können und auch der war jetzt nicht allzu weit weg. Das ist schade. Hat nicht viel gefehlt. Ja, und dann steht da weiß auf rot plus 2 Minuten und 17 Sekunden. Auf Position 4 wohlgemerkt. Im Augenblick sehen wir nochmal den Sturz und Stockbruch von Loginov, der ja bis nach dem Stadion ohne oder mit einem Stock laufen musste. Aber ich
dahinter kommt die Betreuerzone, da wird er dann schon einen bekommen haben. Simon Eder hat sich auch hervorragend gehalten. Ja, mit der allerletzten Luft biegt er da um die Ecke. Die Zeit von Ponzoloma schafft er natürlich nicht. Simon Eder liegt da noch ein Stock im Weg. Wird aber sicherlich gleich rausgenommen von den vielen freiwilligen Helfern. 450 sind es an der Zahl. Ja, und er schiebt sich eben zwischen Martin Ponzoloma und Roman Rees. Gutes Rennen von Simon Eder. Vom 37-jährigen routinierten Österreicher. Ja, der Nebel wird jetzt doch, beim Laufen stört es natürlich nicht, sieht man genügend, aber jetzt wird es dann doch so, dass das beim Schießen kein Vorteil mehr ist, wenn man bei solchen Bedingungen wie gerade gesehen. Aber jetzt. Ja, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du im Stadion bist oder auf einer Höhe. Ne? Ja, da schau. Ja. Und da haben wir Tarje Bö. 1:00:02, 3 Minuten. Ja, da liegt der Stock immer noch in der Gegend rum. Sollte doch einer mal in der Lage sein und den da rausnehmen. Tarje Bö. Ja, und auch er schafft zumindest die Zeit von Roman Rees mit einer Strafminute mehr belastet. Johannes Dorle. Und oben der nächste, nicht ganz so starke Norweger mit Fetle Christiansen. Ah, Dorle. Zwei Fehler, dann dreht er. Ist etwas konfus, weiß nicht ganz genau, was er tun soll, weil er hat nur zwei Rasten gedreht. Das ist dann oftmals zur Beruhigung, aber es hat funktioniert. Christiansen schon Probleme beim Laden, fehlerfrei bis dahin. 37,5 in Führung vor Loginov. Da schau dir das an. Und das musst du erstmal machen, wenn du so Probleme hast. Ja. Bleibt aber bei einem, Siegfried Masé. Wohlmeinendes Nicken und Borut Nunar, der Herr über den gesamten Weltcup. Der IBU Race Director macht das in aller Gelassenheit und entfernt den Stock. Ja. Ja, was ist das für ein Fazit bei Philipp Horn? Nicht ganz schlimm, weil das letzte Schießen immerhin funktioniert hat, aber natürlich wird er sich darüber ärgern, über diese 4 Fehler zuvor. Und das ist nicht der erhoffte Schritt in die richtige Richtung, die er bislang gemacht hat. Erik Lesser. Jetzt geht's auch bei ihm dahin. Antolz fordert den Körper, fordert den Lesser, geht nochmal aus dem Anschlag raus. Mann, oh Mann, oh Mann. Mit Mühe und Not noch den Totalschaden verhindert. Aber diese 3 Fehler im letzten Schießen, zu viel. Viel zu viel. So, und dass es eben auch mit 0 Fehlern geht, durchzukommen, das zeigt Alexander Loginov. Schwieriger Saisonbeginn für den Sprintweltmeister von Antolz. Aber die Russen traditionell nach der Jahreswende immer besser werdend. Ja, und jetzt sehen wir sogar mal eine Situation, da ist Loginovs Zeit eingeblendet und die des großen Johannes Tinius Böhne unten. Und er setzt sich natürlich an die Spitze. Ja, und da hat die Kamera auch Johannes Tinius Bö gefunden. 4 Strafminuten beim Schießen und trotzdem steht da nur plus 1,56. Das wird am Ende wahrscheinlich wieder die beste Laufzeit werden. Ja, an der Laufzeit kann man sich dann wieder etwas Motivation holen. Während wir hier an Pfeiffer gesehen haben, der liegt im Augenblick auf Rang 6 nach dem Stehenschießen. Aber die Motivation, dass Benedikt Doll und Philipp Horn die zweite und vierte Laufzeit im Augenblick haben. Benedikt Doll 48 Sekunden hinter Johannes Tinius Bö als Zweiter und Philipp Horn 1:31 zurück. Aber immerhin, ein gutes Laufen war bei beiden zu sehen. So, und Quentin Fillon-Maillet. Letztes Schießen auch für ihn, oben der Österreicher Lämmerer. Aber viel wichtiger, zweimalige Silbermedaillengewinner von Antolz 2020.
eine Strafminute zusätzlich. Ja, und da lassen Dollhorn so Leute wie Loginov eben hinter sich, Detieu, selbst Ponziloma. Wenn wir die reine Laufzeit bewerten, diesmal defensiver unterwegs. Aber das ist die eigentliche Grafik, die uns interessiert. Mit dem Führenden, mit Alexander Loginov, auch die Russinnen gestern sehr, sehr stark. Martin Ponziloma und Simon Eder auf dem dritten Platz vorläufig. Fünfter Platz für Arndt Peiffer in dieser Zwischenzeit. Und da sehen wir es zum ersten Mal, dass auch verpflegt wird. Das heißt immer wieder, dass auch zwei, dreimal während dieses Einzels getrunken werden muss. Wird hoffentlich auch Johannes Kühn gemacht haben. Ja, mit welchen Gedanken kommt er zu seinem letzten Schießen? Hoffentlich erstmal mit guten Beinen, dass es von unten her nicht so wackelt. Ah, ja, ja, gut. Kämpfen, komm. Ja, ja, gut. Okay. Also, in seiner Gruselabteilung, nicht in Kirchner, sondern in Kühns Gruselabteilung, dem Stehenschießen, jeweils ein Fehler. Dazu im zweiten liegend. Der eine macht in der Summe drei obendrauf. Und schauen wir hin, wo die Zeit zunächst mal stehen bleibt. Ja, schon eine Referenz. 52 die Startnummer. Und immerhin der 14. Platz. Und nochmal sei es erwähnt, es geht um die WM-Norm. Bei drei der sechs deutschen Starter. Bei Kühn, bei Rees und bei Horn. Johannes Kühn, ja, ein starker Läufer. Vielleicht hat er noch was im Tank auf der Schlussrunde. Wird es wahrscheinlich nichts mit dem Top 15. Aber ein Aufwärtstrend auf jeden Fall. Fabian Kloth, auch er gebeutelt mit fünf Schießfehlern. Starke Schlussrunde. Zuletzt immer wieder reihenweise von Arndt Peiffer. Ist natürlich jemand, der sich das Rennen progressiv einteilen kann. Will heißen, dass er auf der Schlussrunde noch mal schneller wird. Muss jetzt keine Rücksicht mehr nehmen auf das, was da am Schießstand kommt. Und der Bundestrainer mit dem Blick hinter der Maske. Stöhler-Holm-Lagreit, ja, aber fast ein bisschen aus den Augen verloren, aber natürlich ist er dabei mit den zwei Minuten. Allerdings fast eine hinter Alexander Loginov, der schwierig heute zu besiegen sein wird. So, die eine Rechtskurve hat er hinter sich, jetzt kommt die nächste ohne Stock als Hürde. Ah, das reicht nicht. Den ganz engen Weg. Ja, und an Johannes Tenius-Bö wird er nicht vorbeikommen. Ah. Setzt sich aber zwischen die Brüder. Ja, ja, ja. Ah, ist ja super gelaufen auf der letzten Runde. Schauen wir doch gleich mal. Ja, 12,9 Sekunden hat er gegen Johannes Tinjes verloren und auf ihn sollten wir schon auch schauen. Andreas hätte ich fast gesagt, Lukas Hofer. Lukas, der den dritten Platz eingenommen hat, jetzt nach dem dritten Schießen, da ist er hervorragend unterwegs. Und wird natürlich mit aller Werf, die die italienischen Betreuer zu bieten haben, da angefeuert, quasi den Hügel hochgejagt, dass der Zwischenstand Loginov vor Ponziloma, Eder, Johannes Tinjes-Bö, Arndt Peiffer und Taillebö. So, und da haben wir 1-1, ging schlecht los, aber die zweite Halbzeit, die gehört Lukas Hofer. Und was er da drauf hat, scheint auch wieder gutes Material zu haben. Der Südtiroler, da sehen wir, der hat Schlussrunden absolviert in Oberhof, denn da ging es für ihn aufwärts. Die waren phänomenal. Hat unter anderem ja auch Simon Eder abgefangen im Massenstart von Oberhof. Also, 30 Kilometer entfernt wohnt er im Montal. Trainingsstätte Antolz. Kennt ihr jeden Meter
kennt er jede Schneebeschaffenheit. Da hinten Stürler Holm Lagreit. Ja, der läuft natürlich auch eine hervorragende Schlussrunde. Der wird den zweiten Platz da halten. Hofer wird das nicht, obwohl er eine grandiose letzte Runde läuft und hier kämpft, halten können. So, aber vorläufig gehört ihm der zweite Platz hinter Loginov vor Ponziloma. Beide mit 2 Strafminuten, wenn ich das bei Ponziloma richtig in Erinnerung habe. Genauso wie Lukas Hofer, der hier in seiner Heimat einmal gewinnen konnte, 2014, schon relativ lange her. Aber noch wichtiger, die Zeiten von Stürler Holm Lagreit. So. Das riecht danach, dass er sich vorläufig auf den zweiten Platz schiebt. Der Norweger, im Vorjahr in den Weltcup gekommen, nach der WM in Antholz, da war er noch nicht dabei. Dann aber in Nové Město und jetzt hier 58 Sekunden hinter Loginov. Tolle Laufleistung des 23-jährigen Norwegers. Wieder mal. Und da sehen wir Philipp Horn. Ja, was wird sein Fazit sein? Nils Kaben hat ihn am Mikrofon. Ja, muss man kein Prophet sein, Philipp, dass Sie traurig sind, dass Sie enttäuscht sind nach diesem Rennen. Wollten Sie es besonders gut machen heute? Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich sag mal so, es ist nicht so schief gelaufen wie bisher. Das war jetzt kein gutes Rennen, aber es war auch kein Totalausfall. Mich freut es vor allem, dass ich auf der Strecke mal wieder gut attackieren konnte. Ich glaube, ich habe auf der letzten Runde noch mal ganz gut drücken können. Was mich halt ungemein ärgert, ist das Stehenschießen, weil da war ich so sicher die letzten Trainingstage. Und da hätte der Zweier einfach nicht sein dürfen. Und das versaut mir am Ende auch eine gute Platzierung. Sie mussten ja ziemlich tapfer sein nach dem Staffelrennen in Oberhof, weil Menschen, die wenig Verständnis für Leistungssport haben, Sie beschimpft haben, vor allen Dingen im Netz. Sie sind damit relativ cool umgegangen nach außen. Erik Lesser ist Ihnen zur Seite gesprungen. Aber streift man das dann doch nicht so leicht ab, wie es jetzt vielleicht scheint? Ach, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich lasse das nicht groß an mich ran. Ganz ehrlich, mir ist es relativ egal, was da Leute kommentieren oder was ich da für Nachrichten bekomme. Man muss auch dazu sagen, der Großteil der Nachrichten war Zuspruch. Der Großteil war einfach aufbauende Nachrichten. Und die paar Leute, die dann denken, sie müssen mich beleidigen oder ja, irgendwelche unsachliche Kritik von sich geben, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Haben ja viele heute Schwierigkeiten gehabt beim Schießen. Da wünsche ich Ihnen, dass Sie das möglichst schnell verarbeiten. Und vielleicht sehen wir uns zur Staffel schon wieder. Vielen Dank. Mal schauen. Danke. Tolle Haltung vom 26-jährigen Thüringer, während wir seinen Kumpel Erik Lesser da ins Ziel kommen sehen. 0-1, 0-3, das kann er natürlich deutlich besser. 4 Fehler im stehenden Anschlag. Deutlich zu viel an diesem Tag. Ausnahmsweise mal nicht der Top-Lesser aus dieser Saison und nachgereicht Fettle Christiansen, der bis dahin noch sehr aussichtsreich im Rennen lag. Aber mit einem Fehler auf die Schlussrunde jetzt geht, inklusive des Fehlers zuvor. 2 Strafminuten für Christiansen. Das hat sich abgespielt, während Nils mit Philipp Horn sprach. Und dazu sei noch gesagt, tolle Haltung, tolle Einstellung von Philipp Horn, dass er sich sowas nicht zu sehr zu Herzen nimmt. Aber dennoch war natürlich viel Arbeit zu leisten für die Mannschaft um Marc Kirchner. Das haben aber in allererster Linie seine Kameraden übernommen, während Quentin Fillon-Maillet ins Ziel kommt, gegen die Zeit von Lukas Hofer kämpft und sie knackt. Ja. 1/10. Na, und deswegen der Jubel. Der Südtiroler vom Podest geschubst und er wieder mal mit einem Top-Rennen in Antholz. Quentin Fillon-Maillet, da hinten einer der vielen freiwilligen Helfer. Daumen hoch für Fillon-Maillet. Und Johannes Kühn auf seiner letzten Runde. Ah, sieht gut aus. Kriegt er nochmal die Zeiten und zieht
an den anderen Biathleten vorbei. Dahinter Jakob Fack, der ist 30 Sekunden vor ihm gestartet. Also es zeigt uns schon, gut unterwegs ist er, der Johannes. Ah, und da ist er, noch in dem Anstieg, den wir eben zuvor gesehen haben. Und jetzt geht es schon für ihn in Richtung Stadion, noch besser in Richtung Ziel. Da ist er, Johannes Kühn. Vorher gesagt, ich will mal wieder ein richtig vernünftiges Biathlonrennen machen. Herbert, ich würde sagen, Strich drunter, hat er geschafft. Ja, es ist gut gewesen. Ein Fehler weniger natürlich. Es ist immer so, hätte, wenn und aber, gibt es leider nicht im Biathlon. Aber unter die ersten 15, wenn er sich da hier qualifizieren kann oder platzieren kann, dann ist das schon ordentlich. So, dann ist es zunächst mal der 12. Platz. Ja, und jetzt wird er natürlich beten, hoffen, mitrechnen, wenn er gleich immer wieder auf den Datenmonitor schaut, dass da jetzt nicht mehr so viele kommen, die ihn aus den Top 15, aus der halben WM-Norm des DSV, das ist ja, muss man sagen, eine interne Norm, keine von der IBU, da rausstoßen wird. Ja, nach dem Schießen liegt er momentan auf Position 17. Also da kommen noch welche, die ihn natürlich überholen können und werden auch. Ob er da die ersten 15 erreichen kann, ja, da müssen wir schauen. Es ist Seppala, der ist machbar. Weger, es wird schon schwieriger. Also das sind schon Granaten, die da auch laufen. Aber dennoch ein Schritt in die richtige Richtung in einer ganz schwierigen Saison für Johannes Kühn. Da sehen wir ihn auf dem 17. Platz, Roman Rees. 14. Platz, das war nach dem vierten Schießen. Ja, genau, ja. Nach dem vierten Schießen. Ja. Ja, und Rees, 10. Peifer, 8. Kühn, 12. So sieht es derzeit im Ziel aus. Und nochmal was zu Johannes Kühn. Ja, vor einem Jahr, WM in Antholz, Massenstart, 10. Platz mit 4 Fehlern. Da war er natürlich noch in dieser Überform läuferisch. Und da will er wieder hinkommen nach der doch schwierigen Verletzung, die er im Oktober zu verkraften hatte. Außenbandriss im linken Sprunggelenk. So, da sehen wir an Erlend Bjøntegaard, dem Norweger, wo es hingeht. Für die Mannen und für ihn Trainer Siegfried Masé, nämlich nochmal an den Schießstand. Puls runterbringen, nicht zu sehr. Ziel anvisieren. Auch die Null, um im Bereich der Top 10 landen zu können. Und die holt er sich, der erfahrene Norweger. Ja, ja, und wir haben auch wieder einen Österreicher da gesehen, gell, zum vierten Schießen. Komatz ist relativ gut unterwegs. Ja, achter Platz. Rang. Zunächst mal die Zeit von Bjøntegaard. 2 Minuten 09,5, 9. Platz vorläufig. Ja, die norwegische Mannschaft, da hört man immer wieder das aus dem IBU Cup und sieht das an den Zahlen. Da drücken die ganz Jungen nach, da kommen die nächsten 20, 21-Jährigen. Und da haben wir David Komatz, den du eben angesprochen hast, 4x0. Einer, der das genauso gut kann wie der führende Russe Alexander Loginov. Natürlich läuferisch in einer anderen Welt unterwegs, aber ganz knapp. Ja, Arndt hat es geschafft. Ja. Arndt ist vor ihm geblieben, Komatz 9. im Augenblick. Ja, das Laufen, das ist eben sein Problem. Garanicev auf der letzten Runde, auch mit 2 Fehlern, kann er ja Roman Rees leider verdrängen. Ja, und für Komatz geht es darum, möglicherweise jetzt das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere zu feiern. War einmal 12. schon Jahre her. Massenstart am Ende der Saison in Oslo. Also, das wäre doch mal was. Und das würde den Aufwärtstrend der österreichischen Mannschaft fortsetzen. Der ist nämlich zu verzeichnen. Natürlich mit Felix Leitner, der heute Federn gelassen hat. Mit dem Rückkehrer Julian Eberhard. Und eben einem Mann, Eberhard auch heute nur 25. derzeit,
und eben mit einem Mann wie David Kubitz. Anton Dutschenko. Dreimal fehlerfrei. Das wäre wieder so eine Überraschung im Einzelwettkampf. Jawohl. Ja. Sehr gut. Fehlerfreies Schießen für Dutschenko. Da kann er sich ganz vorne einreihen. Großartig. Das sind natürlich Leute, die man nicht alle auf der Rechnung hat. Und auch um ehrlich zu sein, nicht alle vorbereitet. Aber Herbert, wir werden mit Zahlen gefüttert. Und mal ein Test für dich. Welchen Platz hat er in Kontiolahti belegt im Einzel? Tja, da du der Mann der Zahlen bist, gebe ich die Frage gerne zurück. Ich sag's dir, er war 99. Das musst du auch nicht wissen. Und deine Expertise ist uns in vielerlei anderer Hinsicht sehr willkommen. Also, Anton Dutschenko mit einem super Rennen. Und er bis zur Pause mit einem Mega-Rennen. Bis zur Pause, sage ich schon, gab keine Pause, also bis zur Hälfte. Und dann zwei Strafminuten, jeweils liegend eine, stehend eine. Vettle, Jostad, Christiansen. Derzeit die Nummer 5 im norwegischen Team. Man hört aus der Mannschaft, er wird mit zur WM fahren. Aber dort sehr wahrscheinlich nur den Ersatzmann spielen dürfen. Es gibt eine unterschiedliche Vorgehensweise bei den Norwegern. Die einen, die Bö-Brüder, werden noch mal in die Heimat fahren, zu den Familien, dort trainieren. Andere wie Christiansen, Lagreid, Dorle, die Jüngeren, werden in Zentraleuropa bleiben. Trainingslager bieten sich an in Ridnaun oder Obertiljach, dort, wo die Deutschen hingehen. Ein interessanter Mann, der nämlich auch schon dreimal fehlerfrei geschossen hat. Läuferisch jetzt nicht so dabei, Didio Bionas. Aber dreimal fehlerfrei. Das haben wir über all die Jahre erlebt, dass hinten raus immer noch mal ein überraschender Mann kommen kann. Wie der junge Italiener, 20 Jahre ist er alt. Andreas Zingerle auch mit einer guten Mannschaft. Da ist der erfahrene Hofer, da ist der erfahrene Windisch. Und dann wird konsequent auf die Jugend gesetzt. Und der wurde 42. in Kontiolahti, nur damit du es weißt. Okay, also auch dein Computer scheint zu funktionieren, lieber jetzt Herbert. Jetzt wieder. Trotzdem gut. Exzellent. Und wenn wir gleich die Zeit sehen, die wahrscheinlich vor der von Bjøntegaard stehen bleiben wird, dann liegt Didier Bionas auf einem hervorragenden 10. Platz. Würde seine bisherige Bestleistung damit überbieten. 19. im Verfolger in Hochfilzen. So, der Schießstand hat funktioniert, war kein Problem, und Alexander Loginov, und das kannst du mal sehen, 4x0, 19. Laufzeit nur, aber in der Summe macht das eben die 48-41 aus, mit der der Russe derzeit das Rennen anführt, und da wird nichts mehr passieren, das Rennen auch gewinnen wird. Und dann hören wir mal, was der Mann mit der 1 zu sagen hatte. Ein aufgezeichnetes Interview mit ihm und mit Nils Gaben. Ja, Benedikt Doll hat einen gebrauchten Tag erwischt heute. Ist eine Erklärung dafür zu finden genauso schwierig wie das Schießen selbst heute für Sie? Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, viel eigene Dummheit dabei. Das erste liegend. Ich habe den ersten Schuss gemacht, obwohl ich noch gar nicht bereit war. Also einfach Fehler, wo ich weiß, dass ich da diesen Fehler machen kann, und ich mache ihn. Und da muss ich einfach mir selber in die Nase fassen und sagen, was machst du, warum schießt du dann? Also da, ja, dumme Fehler.
Schade. Sarah Dallmayr hat nach den ersten beiden Strafminuten gesagt, mal ruhig bleiben, da muss man weiter dranbleiben in so einem Rennen. Wer weiß, wozu das noch reicht am Ende. Ich selbst hätte so ein Gefühl, jetzt kann man es eh vergessen. Wie ging es Ihnen? Nee, das war mir schon bewusst. Man hat es ja auch gestern bei den Frauen gesehen. Es wurden viel Fehler geschossen. Der Schießstand ist schon immer nicht einfach. Zumindest dann hinten raus noch nur fehlerfrei bleiben. Mit 3 war man, glaube ich, heute gar nicht so schlecht. Aber dann nochmal 2 und 5 sind dann einfach wirklich zu viel. Ich glaube, auf der Strecke ging es richtig gut. Da habe ich so dann ein bisschen Schadensbegrenzung betrieben, dass immerhin das Laufen gut funktioniert hat. Das Material war heute wieder überragend. Also das passt richtig gut. Und ja, es muss halt alles zusammenpassen und das hat es nicht. Hoffentlich sind Sie ganz gut im Vergessen. Dankeschön. Ja, es geht jetzt weiter. Danke. Danke. Weiter geht's mit der Staffel morgen und mit dem Massenstart am Sonntag. Da wird er zu den besten 25 natürlich dazugehören. Und Selbstkritik ist der erste Schritt zur Besserung, würde ich mal festhalten. Und natürlich ist das Benny Doll, der sich vehement ja in Hochfilzen übers Material beschwert hat, aber seit Oberhof sich vehement über das Material freut, so würde ich es mal festhalten. Also schauen wir hin, was der Ukrainer macht. Anton Dutschenko braucht noch eine gute Schlussrunde. Ist noch nicht zu sehen, wird jetzt gleich da hinten aus dem Wald hervorlugen. Lässt aber noch ein wenig auf sich warten. Ja, 1:10 war die letzte Zwischenzeit. Er ist gar nicht so schlecht unterwegs, aber ob er dann den Lukas Hofer halten kann, ja, der ist auch ein wenig eingebrochen auf der letzten Runde. Jetzt ist er noch vor Hofer. Also das wäre dann die Riesenüberraschung dieses Rennens, sollte Anton Dutschenko tatsächlich aufs Podest stürmen. Ja, wie Julia Tschümer gestern auch fehlerfrei geschossen. Das war wunderbar. Er muss sich keine Gedanken machen. Und jetzt schauen wir erstmal, wie Erlend Bjøntegaard sich Richtung Ziel bewegt. Ja, da kann er leider den Arndt Peiffer verdrängen, definitiv. Ja. Dann wäre es das wahrscheinlich für Peiffer mit den Top Ten. Ja. Denn da kommt ja eben von hinten noch Anton Dutschenko. Und so ist es. 8. Platz für Erlend Bjøntegaard. Lagreit auf der 2. Christiansen auf der 6. Und da haben wir den Sprintweltmeister von Antholz und den sicheren Gewinner dieses Einzelrennens, Alexander Loginov, bei Nils Kaben, bitte. Alexander, поздравляю, с победой. Не было трудно для вас. Gratuliere zum Sieg. War das gar nicht schwierig für Sie heute? Спасибо большое. Да, тяжело мне выступать на такой большой высоте, но я доволен, что справился и отстрелял чисто на всех огневых рубежах. Ja, er sagt, es war natürlich für ihn doch gar nicht so einfach hier oben in der Höhe, aber er ist sehr, sehr zufrieden und will sich deshalb nicht darüber beschweren. Für wie lange hatten Sie keinen Stock? За сколько времени у вас не была лыжная палка? Я упал сразу после последней стрельбы и метров 200 метров прошел с одной палкой. И в середине маленького подъема мне уже вернули, но потерял времени я достаточно много и сбил дыхание. Спасибо вам. Er sagt, er hat's, also nach dem vierten Schießen, haben Sie ja gesehen, hat er den Skistock verloren. Und nach etwa 200 Metern gab es schon 9. Das sagt er, sei sehr schnell gewesen. Aber es hat natürlich trotzdem so seine Auswirkungen. Nils, herzlichen Dank für diese wieder mal eingeholten Erkenntnisse vom Sieger des Tages, von Alexander Loginov. Da hat er ihn schon wieder, natürlich den Ersatzstock. Und schauen wir darauf, was Anton Dutschenko macht, der Ukraine. Stirnband schon hoch in der Stirn. Und er holt das raus, was noch drin ist. Das wird ganz eng mit Hofer. Nein, ganz eng, ganz eng.
geht es auch um Zehntel und natürlich Fillon Maillet, weil der ist ja nur eine Zehntel vor Hofer. Ja, fiebern mit. Oh nein, Ei. Innerhalb von drei Zehntel. Ja. Drei Sportler, unfassbar. Das in einem Einzelrennen über 20 Kilometer. Und deswegen glaube ich, er guckt hin. Da wird er natürlich enttäuscht sein und wird sich wahrscheinlich heute Abend, wenn er irgendwie im Hotel liegt, fragen, meine Güte, wo hast du denn diese Zehntel vielleicht liegen lassen, irgendwie in irgendeinem Anschlag? Und das der Endstand eines Rennens, wo keiner mehr nach vorne kommt. Aber Alexander Loginow gewinnt sein erstes Rennen in dieser Saison vor dem wieder mal starken Stürler Horn Lagreit, der in diesen beiden Trikots bleiben wird, und vor Quentin Fillon Maillet. Biathlon im ZDF, präsentiert von Check24, das Vergleichsportal.